Was geht? Herzlich willkommen endlich wieder zu Dragon City hier auf meinem Kanal. Es tut mir völlig leid, was alles passiert ist. Erstens natürlich, mein Handy ist kaputt gegangen. Grund war dafür, dass ich meinen Stecker nicht wieder reinstecken konnte, sodass ich es aufladen konnte. Und ja, da musste ich es weggeschickt werden. Und ja, dann wegen Facebook. Ich konnte das zwar da speichern, aber ich konnte nicht wieder dazugreifen. Also ich konnte meinen Account nicht wieder zurückholen. Keine Ahnung, wieso. Ich habe da alles richtig eingegeben, mein Passwort und ne alles, aber das hat er anscheinend nicht angenommen. Ich weiß nicht warum. Es gibt jetzt vieles, also ihr seht jetzt einen neuen Account bei Dragon City. Hab schon echt weit gemacht und mach doch mal weiter. Ich mache nur ganz kurzes Informationsvideo und etwas schon mal mit Dragon City. Ja, ihr habt gesehen oder vor kurzem oder was weiß ich, habt ihr da zwei kurze Videos gesehen, Informationsvideos. Dann habe ich euch informiert, aber ich habe die jetzt gelöscht, weil ich wollte die jetzt nicht ewig da drauf haben. Ich wollte einfach nur euch kurz informieren und habe ich die, wie gesagt, gelöscht, weil ganz ehrlich, brauchen wir jetzt die eh nicht mehr. Jetzt ist hier der neue Anfang bei Dragon City. Also ich habe da jetzt schon gemacht und ihr seht ja auch schon, ja, es gibt hier neue Sachen, viele Änderungen gibt es hier auch. Zum einen auch hier diese Futter, das Gewächshaus, da kann man, Futter, das finde ich richtig cool, dann bekommt man noch mehr Futter, das finde ich richtig cool, aber hier gerade irgendwie nicht so, das weiß ich nicht warum. Ich habe hier schon einige Drachen neu geholt, ich habe auch hier den hier, den Freundschaftsdrachen, wo habe ich den hiervon herbeirufen, kennt ihr ja bestimmt, da habe ich den. Und ja, da habe ich den am Anfang direkt gehabt. Das war gestern. Und hier habe ich noch andere Drachen hier. Den Liebesdrachen habe ich von den, in Drachenbuch kann man da jetzt, ja, so kennt ihr ja bestimmt, dass man hier so Drachen sammelt in so, ne? Und dann bekommt man hier diese Drachen, die hier angezeigt sind. Und da habe ich den hier bekommen. Da habe ich den und darum finde ich das echt cool. Da kann ich echt Drachen, richtig gute Drachen schon holen. Jetzt aber zum Aktuellen. Natürlich ist natürlich das Helmrennen, das war mal natürlich erst paar Tage später erst bei mir angezeigt. Deswegen war ich jetzt nicht so weit. Aber ich habe schon angefangen und so grob, ja. Auf mein Tablet habe ich den hohen Drachen bekommen, aber ich kann es da nicht aufnehmen. Mein Tablet ist zu alt und ich kann nicht die neueste, was auch immer das heißt, auf den Stand bringen. Schade, aber ich habe zumindest weit geschafft, wie ich konnte. Genau, da gibt es die neue Insel, aber bevor wir das machen, ja, habe ich heute einen Drachen, der jetzt gerade fertig ist, und zwar ist es der Schmetterlingdrachen. Ich züchte jetzt hier die ganzen Drachen. Ja, wir fangen es quasi von vorne an, aber oh, bin aber schon grob weit. Hier züchte ich gerade jetzt hier Drachen. Ja, jetzt hole ich quasi die ganzen Drachen wieder. Kommt auf an, welche Drachen ich alle bekomme. Warum ich Futter jetzt so viel habe, lag daran, weil ich das jeden Tag geguckt habe. Da habe ich jetzt jede Menge Gold und Futter schon bekommen. Ja, dann würde ich sagen, füttern wir diesen Schmetterlingsdrachen mal. Ja, quasi fangen wir wieder von vorne an, aber ist doch mal interessant, das zu sehen, oder? Oh. Ja, könnt mir gerne Tipps und alles mögliche schreiben und mal gucken, was für hohe Drachen wir alles so kriegen. Die in Zukunft vielleicht kommen. Wir werden sehen. Ja, aber was ich noch gesagt habe, oder dahingeschrieben habe, oder wie auch immer, dass ich hier auch Jurassic World aufnehme. Warum? Weil, falls nicht so oft Dragon City kommt, werde ich das dann aufnehmen. So, dann zeige ich euch mal diese neue, coole Insel hier. Die Diebesturm-Insel. Dann Position auf der Karte, tippe auf den Hebel, um ihn zu bestätigen und erfahre, wie viele Züge du erhältst. Das kennt man ja. Das ist ja wie der Turm, so drei Züge dürfen wir dann gegen. 1, 2, 3, da bekommen wir hier so einen Teil von einem Drachen. Das ist der Diebesdrache.
Ja, genau, tippe hier und dann können wir auch erfahren, wie das hier Ganze funktioniert. Oh, jetzt müssen wir extra da drauf drücken. Ja, genau, hier kann man jetzt tolle Drachen holen. Zuerst machen wir das hier. Das, genau. Kennt man ja diese Turminseln. Da ist ganz oben der absolute Megadrache drauf. Den gucken wir uns gleich auch noch an. Und da gibt es auch ganz verschiedene Sachen. Katapulte zum Beispiel, die dich nach vorne bringen, aber auch nach unten bringen. Vorsicht, Achtung, immer auf die Pfeile achten. Genau, und dann kann man auch andere Sachen bekommen, aber auch Strafen und natürlich auch Drachenteile, um den Drachen zu bekommen. So, was können wir hier für Drachen holen? Den Diebesdrache. Davon habe ich schon einen Teil. Dann können wir den Wolfskältedrachen holen. Mega cool, den hatte ich ja in der alten. Ja, cool, wenn ich den wiederholen würde, der wäre cool. Und natürlich neu ist der Eindringlingsdrache. Mega cool. Und natürlich ganz oben, nicht vergessen, gehen wir mal sonst nach ganz oben, kann man den Gildenanführer-Drache holen. Alter, sieht der mega, mega cool aus. Also cool. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nach unten wieder. Machen das mal. Ja, ist quasi nicht mehr. Das wird sehr interessant werden, Leute. Ich bin echt gespannt, wie. Och, nee, ein Schritt. Du, was soll das denn bitte werden? Ich werde natürlich auch Jurassic World machen. Falls nicht so oft Drank City Videos kommen. Dann kommen immer öfter Videos auch von Jurassic World. Sorry, aber ich liebe das Spiel und ein anderes Spiel kann ich jetzt auch nicht anfangen. Ich habe. Ja, die Sp Spiele. Oh! Die beiden Spiele brauchen extrem viel Speicherplatz. Das haben wir doch dahingeschrieben. Irgendwann, weiß ich nicht, wenn du. Boah, keine Ahnung, wenn du richtig auf Level 50 bist und so, da hat hat Jurassic World schon richtig viel Speicherplatz. Braucht schon richtig viel, also klappt das leider nicht. Och, jetzt kriege ich den Drachen nicht komplett, weil das wäre natürlich cool. Weil nämlich, ich brauche 825, ich habe 780. Oder wir gehen jetzt 12 Schritte, aber das passt leider nicht so ganz, Leute. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich hole ihn einfach so, ganz ehrlich. Dann sparen wir jetzt. Ja, oh, das ist da auch schon links fertig. Meine Güte. Genau, das bauen wir ganz schnell hier auf, weil ganz ehrlich, das geht ja hier schnell. Oh. Nee, den Drachen möchte ich jetzt nicht gerne verbrauchen, weil wir den gleich für den Kampf brauchen. Wir machen gleich noch Kämpfe. Keine Sorge. Ja. Das hier sieht jetzt auch ganz anders aus. Finde ich cool. Das mache ich jetzt immer wieder. Ja, da würde ich sagen, machen wir, glaube ich, jetzt. Oh, das kann ich auch anmachen. Anfangen. Aber ich weiß ja nicht, ob ich das machen werde. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind. Ich glaube, dann machen wir das hier. Und dazu brauchen wir den Elektrodrachen. Und den Elektrodrachen haben wir gerade im Zuchtdings gesch. Mäh. Das ist jetzt natürlich doof. Okay, dann können wir das leider nicht machen. Vielleicht können wir irgendwelche anderen Quests machen. Können wir auch nicht. Das ist jetzt doof. Okay, dann machen wir, glaube ich, Anfänger. Ich glaube, dann machen wir das mal. Okay, was für Drachen haben wir denn? Wir haben einen Flammendrachen, einen Meerdrachen und einen Doppel-Terra-Drachen. Okay. Wir brauchen etwas mit Wasser. Dann setzen wir mal einen Wolkendrachen ein. Dann hat der Wasser, das heißt, wir brauchen Elektro. Das hat der entweder der Liebes- oder der Kampfkunst. Wir nehmen den Liebesdrachen. Und dann nehmen wir. Auch dann nehmen wir einfach den da. Da machen wir hier jetzt ein paar Kämpfe, soweit wie wir können. Und dann noch irgendwo anders Kämpfe. Ja, da fangen wir wieder von vorne an. Aber. Ich meine ja nur, also wir werden ja sehen, was für coole Drachen wir kriegen. Das wird echt cool und viel interessanter, selbst wenn die Drachen noch nicht so geil sind. Aber ist doch egal, Leute. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ja, Jurassic World, da bin ich schon 15. Und da bekomme ich auch fast schon den T-Rex. Den kann man am Level 19 im so einen ähnlichen, also was ähnliches sind, was ist quasi genau ähnlich wie Drain City. Hab ich schon mal gemacht. Was wollte ich da sagen? Da gibt es auch so ähnlich wie Quests,
heißen halt anders und da kann man halt Dinosaurier kriegen. Auf Level 19 gibt es da einen, da kämpft man gegen den T-Rex. Der ist legendär, Leute. Richtig stark. Und ich bin da quasi fast da. Leute, dann kriegen wir den T-Rex und dann bekomme ich auch viel mehr. Also ich habe da jetzt richtig viel. Weiß das ich, wie viel ich da schon habe. Ja, das kennt ihr, das mache ich jetzt auch immer. Okay, dann gucken wir mal, was für Gegner wir jetzt haben. Nee, wir haben jetzt den. Oh. Okay. Da würde ich sagen, den Wolkendrachen machen wir da mal weg. Und nehmen dann den Freundschaftsdrachen hin. Oh. Das wollte ich gar nicht. Obwohl, ich überlege gerade. Wir brauchen eigentlich ein Elektro. Ach, machen wir das so. Machen wir das mal so, mal gucken. Ja, ich habe den jetzt mal so genannt. Oh, bitte nicht. Och, komm, hör auf, doch nicht so viel Schaden. Ja, irgendwie war das komisch hier bei diesem Account. Da habe ich jetzt die Anfangsdinger nicht bekommen. Ist jetzt doof, Leute, ne? Ich habe die jetzt leider nicht bekommen. Das ist extrem doof. Och, Mensch, ich hoffe, das schaffe ich überhaupt hier. Oh, ich glaube, ich habe nicht gerade die perfekten Drachen hier eingesetzt. Das muss man auch mal erstmal hinkriegen. Oh, guck mal, wie viel Schaden er mit allein mit denen hier macht. Was soll das denn? Gleich noch den Flammendrachen und den Blitzerdrachen. Jetzt setzt er wahrscheinlich den Blitzerdrachen ein. Sag ich doch. Und macht das. Oh, wir sind jetzt einen klaren Vorteil, Leute. Das finde ich sehr gut. Danke. Vielen Dank. Dann gewinnen wir doch noch den Kampf. Sonst hätte ich den wahrscheinlich nicht gekriegt. So, jetzt den Flammendrachen. Och, schade, meiner hat leider auch Arsch. Ja, jetzt der Kampf. Ja, ich habe jetzt gerade nicht so starke, aber das wird anscheinend noch. Oh Mann, ey. Oh Gott, wieso habe ich den jetzt eigentlich eingesetzt? Ich hoffe, dass der das schafft. Ah, mindestens drei Schläge brauchen wir, glaube ich. Ah, ich hoffe, das schaffen wir. Komm, du schaffst den jetzt bitte. Sag bitte jetzt nicht, dass du zu wenig machst. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, man weiß immer nie so recht, wie viel Schaden die immer machen. Manchmal macht man wenig, manchmal machen die viel. Ja. Ich würde, wie gesagt, gerne auf mein Tablet aufnehmen, aber das klappt da leider nicht. Dann hätte ich da euch auch Jurassic World gezeigt, weil daher habe ich nämlich den Indominus Rex. Und da bin ich schon Level 48. Den Wolkendrachen nehmen wir jetzt. Brauche eigentlich noch einen. Habe ich jetzt leider nicht. Ah, okay. Ich würde sagen, da machen wir noch einen Kampf. Ich glaube, noch einen Kampf, ja. Es ist eine grobe, kurze Folge. Ich möchte mal präsentieren mein jetzt Account, den ich jetzt bei Drank City habe. Das war den hier. Wow, der hat aber schon viel Leben, du. Oh Gott, den Himmelswind. Oh. Vielen Dank. Wir sind im klaren Vorteil. Weil der hat jetzt Flamme eingesetzt. Und wir haben auch Flamme als erstes Element. Das heißt, das bringt gar nichts. Ah, meiner gibt jetzt als nächstes auf. Okay, ja, dann hoffen wir mal, dass wir diesen Kampf auch noch schaffen hier. Das wäre wenigstens cool. Dass wir etwas weit hier kommen. Ja, wie gesagt, wir mal sehen, wie ich bei den Hellen drin alles so komme. Okay, das war schon wieder. Bei dem nächsten Hellenrennen wäre cool, wenn ich bei diesem Account auch hohen Drachen kriegen würde. Wäre auch cool, aber ihr wisst ja nicht, was für hohen Drachen kommt. Es sei denn, jemand weiß das schon. Weiß das jemand schon? Nein. Ja. Da versuche ich mal. Ja, es ist halt wie gesagt doof. Ich hatte. Oh Mann, ich hatte. Was macht der denn? Ich hatte so viele Drachen. Ich hatte die alle von Legenden von Deutsch. Dann hatte ich die von Dings da. Ja, jetzt sind die alle. Habe ich jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt neu anfängt, kann man die. Das nicht so leicht bekommen, es sei denn, man hat Glück und bekommt viele Kugeln von denen. Das wäre natürlich cool, Leute. Ja, also ich fange hier quasi von neu an. Wenn etwas Neues ist, werde ich natürlich jetzt hier aufnehmen.
möchte jetzt gerne ins Drachenbuch, weil, was wollte ich denn ins Drachenbuch das da machen? Ja, bin mir höllisch. Und diesen Drachen hatte ich ja auch, Leute. Diesen richtig geilen Drachen hatte ich ja auch. Den habe ich jetzt leider nicht mehr. Ich find's echt traurig. Aber was willst du machen, wenn du nicht mehr drauf kommst? Vielen Dank. Das ist echt großzügig. Ja, ich würde auch, glaube ich, schon sagen, dass es jetzt reicht für den ersten. Das ist, wie gesagt, nur mein Account vorstellen und alles Mögliche. Das mache ich auch, aber jetzt nicht. Ja, hier versuche ich. Ich versuche jetzt jeden Tag immer weiter aufzustellen. Dann kann ich mich das hier machen. Und dann mal gucken, wie das hier Ganze wird. Oh, tut mir völlig leid wegen der scheiß Nachricht, ey. Ich glaube jetzt, ja. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge entweder von Dragon City wieder. Mal gucken, wann die nächste kommt. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was so Aktuelles dann auch kommt und was für Drachen und sonstiges. Oder ob dann Jurassic World kommt. Das sehen wir mal. Ich würde sagen...